Hallo Leute! Hallo Leute! Ja, komm, sag dann weiter, komm! Komm ab! Heute spielen wir Horrorbrecher 2! Mit Britis Tee! Genau! Tut mir leid, ich muss mich da jetzt mal weghauen. Panzer Elite! Experte! Experte! Experte mit. Und wir haben normal. Du auf Bereite drücken! Was ist los mit dir? Da. Ich rede gerade eben in Akzente. Du auch, oh, aber ich eben. Scrublord! Was ist ein Scrublord? Ich träume. You Scarab! Obwohl, wenn du ein Scarab wärst, das wäre ein bisschen scheiße. Du könntest mir dann einiges übel nehmen, was ich in der Vergangenheit gesagt habe. Ja. Ich bin dann Master Chief auf Crack. Man kann Halo 3 modden, da kann man als ein kleiner Scarab rumlaufen. Ach ja, das, ich glaube, ich habe dir sogar diesbezüglich ein Video geschickt. Fand ich ziemlich nice. Das war einfach so scheiße. Also, das war einfach nur scheiße komisch. Unlogisch. Ja, es sah halt komisch aus, einfach nur. Echt strange. Du musst ja gut gehen, dass du die Position halten und verteidigen. Yes, yes. Und yes. Dann diese Brücke schließen. Oi, oi. Irgendwie habe ich dieses Gefühl, dass wir so hart wieder durchgenommen werden, aber ich muss ehrlich sein, ich freue mich darauf. Oh ja, du freust dich darauf. Du wolltest Dildos sagen, leck mich. So, jetzt habe ich es gesagt, boy. Was wolltest du dann sagen? Nicht direkt das. Etwas abgeändert. Ach, Horskrug. Yes. Du Arschgeigendildo, wäre mir lieber gewesen. Arschpenisvergewaltiger. Ich muss jetzt hinzufügen, Leute, bitte versteht mich nicht falsch, aber ich meine, wenn man die Wahl zwischen Dildo und einem Horskrug hat, will ich nicht aufgespießt werden beim lebendigen Leib. Aber dann wiederum, du hast dich auch beschrieben, wie groß der Dildo ist, also von dem her. Was wohl gerade im Eigentor. Da gibt's schon Pferdegrößen, da gibt's also gleich. Wer macht das überhaupt freiwillig? Ach so, ich weiß jetzt nicht, ob du dieses ganz komische Video gesehen hast. Ich für meinen Teil hab's bereut, dass ich es überhaupt gesehen habe. Und zwar, da hat irgend so ein Typ auf dem Stuhl, glaube ich, war's, so ein Riesentildo gehabt. Und den hat er sich reingeschoben. Der war so groß wie der Stuhl selber. Heilige. Was soll ich sagen? Ich komme manchmal auch ins dunkle Internet. Irgendwie der krank. Der Darmtrakt ist eben, sehr lang. Ich glaube, das sollte nach diesem Manöver nicht mehr aktiv sein. Aber hey, was weiß ich. Weißt du, was schön wäre, wenn man das hier reparieren könnte und benutzen könnte? Es wäre so schön. Du, bau in Verteidigungen? Yes, yes. Ich muss ja erstmal einnehmen. Nein, musst du nicht. Ich kann ja nichts bauen, wenn ich nichts eingenommen habe, du Witzbold, du. Deine Mutter ist ein Witzbold. Da fuck, Junge. Lalalala. Kannst du nächstes Mal bitte keinen Regen einstellen, weil die Map ein bisschen laggt wegen dem Scheiß. Bei mir laggt es eigentlich gar nicht mit Aufnahme, was eigentlich irgendwie interessant ist. Ja, es laggt nicht, aber es ruckelt beim Scrollen. Beim Scrollen? Ja. Also es scrollt nicht flüssig. Ah, oh, schade. Ich frag mich, ob ich Ranger bauen soll. Ich glaube, das werde ich sogar tun. Ich brauche richtige Verteidigung, Junge. Kann es kaum erwarten, bis sie gesniped werden. So. Und jetzt noch sicher machen. Und mich wundert es eigentlich zu sehen, dass der Panzerlead-Typ noch nicht da ist. Also von dem her. Wir haben gute Hoffnungen. Warum eigentlich 4 Panzer-Elite? Ich wollte durchgenommen werden. Und das wird man leider nicht mit einem Panzer-Elite. Als habe ich mehrere genommen. Dass mir mehrmals von der Stuka geknallt werden. Insofern, dass der Name von dem Flugzeug war. So. Auf in. Scheiße. Scheiße. Gott, warum kann ich hier. Leck mich doch kreuzweise. Wo ist mein. Warte mal, habe ich den Punkt da vorne hingesetzt? Okay. Halte mich, Kill Trooper. Wir müssen den Krieg überstehen.
Kann es sein, dass du mit Pioniere eingenommen hast? Was zum Teufel? Infanteristen. Ja, jetzt lägt's auch bei mir, aber warum zum Teufel ist meine Infanteriegruppe so schnell draufgegangen? Oder Pioniere. Je nachdem. Lalalala. Wow! Ja, Killtrooper, was ist denn passiert? Ich find's einfach nur interessant, wie schnell meine Leute draufgehen. Meine Leute werden. Wirklich jetzt? Yep. Du willst mich jedoch verarschen, Junge. Nicht über. Überhaupt nicht. Okay, jetzt bereue ich es auch, dass ich Regen genommen habe. Ich wollte einfach einen feuchten Kampf haben, es ist so schlimm. Schlechtes Wortspiel, schlechte Entscheidung. Das war kein Wortspiel! Meine Güte! Seit wann ist es ein Wortspiel, dass man es gerne feucht macht? Oder hat? Daran ist nichts Ach, falsch. Besser. Was? Oh Gott. Hey, überrett mich! Und die Leute hören überhaupt nicht mehr auf mich. Könnte vielleicht dran liegen, weil der Typ gar keine Einheiten mehr hier vorne hat. Ich bräuchte ein PA. Ganz dringend sogar. Ich lauf raus und meine Leute verrecken alle. Toll. Was zum Teufel? Ein Brand Carrier gegen so... Oh oh. Seine Kettenkräder haben das echt überlebt. Nicht schlecht. Killtrooper, du hast mich enttäuscht. Willst du mich eigentlich verarschen? Irgendwie schon, muss ich sagen. Warum denn, Killtrooper? Ist ja nicht klar, von was ich gerade eben hier alles überrannt werde und du beschwerst dich wegen ein paar Infanteristen. Ich geb dir gleich ein paar Infanteristen. Ja, guck doch mal bei mir! Ein Maul! Oh Gott, meine Ranger brauchen unbedingt Heilung. Scheiße, noch eins. Ey, man nimmt alles mit Aufklärungsfahrzeugen. Wie erbärmlich. Ja, dann mach was dagegen. Ja, wie denn? Keine Ahnung, sing ihm was vor. Oh Gott. Der Typ hat ziemlich viele PA-Truppen hier. Netter Schuss, Kollege. Oh Gott. Oh Gott! Ich wollte jetzt eigentlich nicht so schnell verlieren. Scheiße. Killtrooper. Was? Ich bin möglicherweise gleich im Arsch. Wie viele PA-Truppen hat der bitte? Sehr viele, sag ich ja. Gott, wie viele Granaten denn noch? Oh Gott. Das Positive ist, er kommt mit dem Kettengrad. Dieser Troll. Wirklich jetzt. Zerstör das Kettengrad. Zerstör das Kettengrad. Nein. Scheiße, ich glaube, der wird es schneller einnehmen. Oh oh. Der wird schneller einnehmen. Ich muss hinzufügen, ich glaube, er hat mich überrannt. Killtrooper. Ich glaube, wir müssen eine neue Taktik finden. Der beschießt mich mit Mörsern. Die ganze Infanteriemenge, die du nicht abhalten konntest, hat er mir dann an den Kopf geworfen. Ja, wirklich? Oh Gott! Scheiße. Ich glaube, ich werde doch meinen Schützengraben weiter hinten bauen. Rennt, meine kleine Äffchen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was schießt der überhaupt? Oh. Wie nett, wenigstens baut die KI Panzerabwehr. Hatte schon die Sorge, dass wir umgebracht werden. Alter Schwede, ich habe nur noch 10 FPS. Das wird immer schlimmer. Und ich bombardiere gerade die Stelle dort vorn mit... Wer hat die Brücke zerstört? Er mit Artillerie. Oh mein Gott! Wir werden alle getötet.
Weißt du, was wenigstens so schöne war, als wir auf Dustin Stones gespielt haben? War ja eigentlich der Fakt, dass wir eigentlich nicht so heftig überrannt worden sind mit Infanterist und Fahrzeugen am Anfang. Ja. Aber es könnte vielleicht auch daran liegen, weil wir auch schwer gespielt haben, nicht auf Experte. Ja. Oh Gott, das wird ein langes Match. Okay, Trooper. Der hat schon Hetzer. Ja. Könntest du vielleicht irgendetwas vielleicht aktiv verteidigen oder wenigstens diese scheiß Brücke wieder reparieren? Obwohl, es ist eigentlich noch nicht mal notwendig. Du hast schon Einheiten hier, wie ich sehe. Uh-oh. Scheiße. Hoffentlich ist bald meine PA fertig. Ja, ich versuche gerade eine zu bauen. Ich muss jetzt erstmal noch ein Panzerdepot bauen. Dass ich vielleicht mal in naher Zukunft ein Jumbo anfordern kann. Auch wenn wahrscheinlich. Wirklich. Dann bin ich ja glücklich, dass ich das 76mm PA-Geschütz gebaut habe. Auch wenn dieses Teil mehr verfehlt als trifft. Schießt noch ein großes Geschoss rüber. Und jetzt hau ich erstmal ab, weil ich mein Fahrzeug reparieren muss. 75 Leute hast du damit gekillt! Was zum Teufel? Yep. Wieso so viel? Weißt du, wie viele da rumlungern? Ich wusste, dass es schon viel sind, aber 75? Weniger. Abgeprallt. Läuft PA-Geschütz. Ui, toll, ist wurde angegriffen. Scheiße. Oh, Kill Trooper, ich hab Angst. Wieso, ne? Ja, guck doch mal, was in die Basis reinfährt. Ah, das ist doch nichts. Pabla Pab. Ja, du sagst es. Wer zum Teufel hat hier einen Flammenwerfer-Erweiterung? Willst du mich jetzt komplett verarschen? Hilfe, Hilfe! Verdammte Scheiß nochmal, ich will endlich einen Jumbo anfordern, aber der wird sowieso nicht lange überleben, weil da PA stehen. Oh Scheiße, oh Scheiße. Kriecht, meine kleinen Äffchen, kriecht! Kriecht schneller! Äffchen. Ja, meine Äffchen. Junge. Ich werde durchdrehen. Nimm's jetzt einfach ein und gut ist. Jesus, man. Aber oh, toll. Ja gar nicht bauen. Oh, toll. Und besser kann er nicht über meinen Schützenkram drüber fahren, hä? Okay, Trooper. Ich sag's nicht gerne, aber wir sind gleich am Arsch. Ach, Quatsch. Was ja, du könntest vielleicht helfen. Hä? Yeah! Ein Panzer von 10.000 zerstört! Wir werden den Krieg gewinnen! Wenn doch. Nein, das bezweifle ich ehrlich gesagt. Warum so pessimistisch? Oh Gott! Der knallt meine Panzerabwehr schneller, als sie irgendwas knallen kann. Ist so lustig, wie er einfach stehen bleibt. Ich find's zu lustig, dass er alles knallt, was jetzt da stand. Jetzt haben wir keine Infanterieabwehr mehr. Ist ja nicht klar, was das bedeutet. Ich beschieße die ganze Zeit mit Mörsern. Und ich habe Infanterieabwehr. Von daher. Die Arbeitskraft ist hier eine komplette Bitch bei mir gerade eben. Ich glaube, ihr habt zu viel für den Anfang investiert. Ja, schön zu sehen, dass du wieder mit dieser Taktik anfängst. Wow. Shit, Mann. Weißt du, wie viele Infanteristen ich gerade gekillt habe? Holy shit. Ich weiß nicht, wie viele, aber... Mein Half-Track hat 128 umgelegt. Ja. Schön, das zu hören, aber trotzdem. Leck mich. Du hast sogar eine PA gebaut, Killtrooper. Jetzt übertreib nicht. Was hast du gebaut? Ich hab schon eine PA gebaut.
Die wurde zerstört, jetzt habe ich noch eine. Ich habe noch einen PA-Trupp. Warte mal, was? Ich habe doch mit dem PA-Trupp einen Panzer zerstört.